Regel Nummer 1 von Philtown. Einfach erfolgreich anlegen. Stell dir vor, du könntest an der Börse Geld verdienen, ohne dich mit komplizierten Regeln und Formeln herumschlagen zu müssen. Klingt verlockend, oder? Vielleicht hast du schon einmal darüber nachgedacht, dein Glück an der Börse zu versuchen, aber das Ganze schien dir zu komplex und undurchschaubar. Wie sollst du als jemand, der in einem ganz anderen Bereich tätig ist, gegenüber den Finanzexperten bestehen? Muss man wirklich komplizierte Formeln beherrschen und den ganzen Tag die Börsenkurse verfolgen? Die gute Nachricht ist, nein. Es ist keineswegs schwierig, mit Aktien ein Vermögen aufzubauen. Lass uns die inspirierende Geschichte von Philtown betrachten. Bevor er 30 Jahre alt war, hatte er nichts mit der Finanzwelt zu tun. Er war ein Elitesoldat in der US Army und arbeitete danach für ein Unternehmen, das Rafting-Touren anbot. Doch eines Tages geriet eine Tour außer Kontrolle und Phil rettete einen erfolgreichen Investor vor einem Unfall. Als Dank dafür gewährte ihm dieser Einblick in die Geheimnisse seines Erfolgs. Philtown startete mit bescheidenen $1000 und hatte 5 Jahre später bereits 1 Million auf seinem Konto. Alles, was er tat, war, sich an ein paar einfachen Regeln zu halten, die ihm dieser Investor verraten hatte. In dieser Buchzusammenfassung teilen wir mit dir Regel Nummer 1 dieser einfachen Tipps. Du musst absolut kein Finanzexperte sein, um die Grundlagen zu verstehen, die jeder benötigt, um an der Börse erfolgreich zu sein. Halte dich an diese einfachen Regeln und du bist bestens gerüstet. In den kommenden Kapiteln wirst du außerdem erfahren, welche Statistiken beweisen, dass eine Firma wirklich herausragend ist? Warum der Markt nicht so effizient ist, wie es den Anschein hat? Und warum ein diversifiziertes Portfolio allein kein Allheilmittel ist? Bleib dran, denn am Ende dieser Buchzusammenfassung wirst du das Wissen und das Vertrauen haben, um an der Börse erfolgreich zu sein. Kernaussage 1: Quereinsteiger können geschickt investieren, ohne Experten zu sein. Viele Menschen sind der Überzeugung, dass sie ihr Geld an der Börse unweigerlich verlieren würden, wenn sie nicht die Hilfe eines Finanzberaters in Anspruch nehmen. Schließlich haben diese Experten jahrelange Erfahrung und tiefes Wissen über die Börsenwelt. Aber ist es wirklich unmöglich, für einen absoluten Anfänger mitzuhalten? Die gute Nachricht ist, es ist durchaus möglich. Wir müssen nicht alle Feinheiten und Geheimnisse der Finanzwelt kennen. Stattdessen genügt es, die grundlegenden Prinzipien zu beherrschen, die wir in den kommenden Abschnitten kennenlernen werden. Außerdem stehen uns heute im Internet Informationen zur Verfügung, die einst den Experten vorbehalten waren. Die Kursverläufe von Aktien und Statistiktools erledigen online bereits einen Großteil der Arbeit für uns. Auf Websites wie MSN Money, Yahoo Finance oder CNN Money finden wir Daten zu Tausenden von Aktien und auf RulionInvesting.com stehen uns alle wichtigen Rechner zur Verfügung, sodass wir uns keine komplexen Formeln merken müssen. Mit diesem Wissen und diesen Ressourcen können wir nicht nur genauso erfolgreich investieren wie Finanzexperten, sondern sogar klüger als der Markt selbst sein. Dies mag zunächst seltsam klingen, da die Effizienzmarkttheorie behauptet, der Markt ermittelt den exakten Wert einer Firma automatisch anhand ihres Preises. Jede verfügbare Information über ein Unternehmen spiegelt sich sofort im Aktienkurs wider. Allerdings ist die Effizienzmarkttheorie nicht in allen Fällen zutreffend. Der Preis einer Aktie entspricht nicht immer ihrem tatsächlichen Wert. Dies zeigt sich beispielsweise durch das Entstehen von Aktienblasen oder durch Investoren wie Warren Buffett, die über 20 Jahre hinweg kontinuierlich Gewinne von über 15% erzielen. Lassen Sie uns nun untersuchen, was wir wissen müssen, um klüger zu sein als die meisten und mit geringem Risiko an der Börse erfolgreich zu sein. Kernaussage 2: Ein diversifiziertes Portfolio ist nicht immer die beste Wahl. Wenn du dich schon einmal mit Investitionen und Aktien beschäftigt hast, hast du wahrscheinlich gehört, wie wichtig es ist, ein diversifiziertes Portfolio zu haben. Es scheint sinnvoll zu sein. Wenn du Aktien von vielen verschiedenen Unternehmen in verschiedenen Branchen besitzt, minimierst du dein Risiko. Wenn eine Aktie abstürzt oder eine Branche in eine Krise gerät, hast du immer noch andere Aktien, die deine Investitionen schützen. Aber die Realität sieht anders aus. Wenn wir uns die Entwicklung langfristig diversifizierter Portfolios in den letzten 100 Jahren ansehen, stellen wir fest, dass in 60 von 100 Jahren überhaupt keine Gewinne erzielt worden wären. Warum? Weil in einem diversifizierten Portfolio zwar einige Aktien steigen, aber gleichzeitig viele andere fallen, sodass wir am Ende keinen Gewinn erzielen.
Zudem ist es entscheidend, unsere Aktien sorgfältig zu beobachten, um die Sicherheit unserer Investitionen zu gewährleisten. Je mehr verschiedene Aktien wir besitzen, desto schwieriger wird es, alle Informationen zu verarbeiten. Im Idealfall sollten wir gut über die Unternehmen, deren Aktien wir halten, Bescheid wissen, über ihre Finanzen und ihre Entwicklung. Wenn wir jedoch zu viele Aktien besitzen, haben wir nicht genug Zeit, um all diese Informationen zu verfolgen und sind den Preisschwankungen unvorbereitet ausgeliefert. Darüber hinaus erfordert die Börse manchmal schnelle Reaktionen, und das ist natürlich einfacher, wenn wir nur wenige Aktien im Auge behalten müssen. Die klügste Strategie besteht darin, in Bereiche zu investieren, in denen wir uns gut auskennen. Apotheker sollten beispielsweise in Pharmaunternehmen investieren, da sie regelmäßige Updates über neue Nebenwirkungen von Medikamenten erhalten und somit einen Informationsvorsprung gegenüber anderen Investoren in der Pharmabranche haben. Es ist sicherlich riskant, das gesamte Vermögen in eine einzige Aktie zu investieren. Aber genauso riskant ist es, wahllos verschiedene Aktien zu kaufen, nur um das Portfolio zu diversifizieren. Stattdessen sollten wir einige wenige, jedoch herausragende Aktien sorgfältig auswählen. Wie du diese auswählst, erfährst du in den folgenden Abschnitten. Kernaussage 3. Shopping-Tipp: Wir sollten nur Aktien von Firmen kaufen, die wir verstehen und wertschätzen. Eine Aktie ist schnell gekauft, aber wie sieht es eigentlich mit einem Unternehmen aus? Stellen wir uns einmal vor, wir hätten einige Millionen auf der Kante und müssten davon eine Firma kaufen. Welche würden wir auswählen? Auf welche Kriterien würden wir achten? Auf jeden Fall würden wir uns besser fühlen, wenn wir eine Firma aus einem Bereich kaufen würden, in dem wir uns zumindest ein bisschen auskennen. Was soll zum Beispiel ein Automechaniker mit einer Gentechnikfirma? Oder ein Programmierer mit einem Unternehmen, das Fertigpizzen herstellt? Je besser wir uns in einem Bereich auskennen, desto besser können wir auch beurteilen, was eine Firma eigentlich macht, wie ihre Position am Markt ist und wie sie sich wohl in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird. Außerdem würden wir vermutlich keine Firma kaufen wollen, die unseren moralischen Werten widerspricht. Wenn wir zum Beispiel mit der Firma das Studium unserer Kinder finanzieren wollen, sollten wir nicht gerade einen Sweatshop in Bangladesch erwerben, in dem Kinderarbeit an der Tagesordnung ist. Ein Vegetarier würde keinen Schlachthof führen wollen und ein Atheist keinen religiösen Verlag. Der Trick ist, dass wir uns immer, wenn wir eine Aktie kaufen, überlegen müssen, ob wir die Firma auch kaufen würden. Denn je besser wir uns in der jeweiligen Industrie des Unternehmens auskennen, desto besser können wir den tatsächlichen Wert der Aktie einschätzen. Und nicht nur finanzielle, sondern auch moralische Werte sollten bei unserer Wahl eine Rolle spielen. Denn immer, wenn wir eine Aktie kaufen, schaffen wir damit Nachfrage. Dadurch lassen wir ihren Preis ansteigen und verschaffen dem Unternehmen Kapital. Der Kauf einer Aktie hat einen Einfluss darauf, welche Firmen erfolgreich sind. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein und daher nie die Aktie eines Unternehmens kaufen, das wir eigentlich nicht unterstützen möchten. Kernaussage 4. Einige Unternehmen sind unübertroffen und ihre Aktien sind vielversprechende Investitionen. Angenommen, wir haben den Markt durchforstet und einige Unternehmen gefunden, von denen wir etwas verstehen und deren Geschäftspraktiken uns zusagen. Wie entscheiden wir nun, welche Investitionen sich wirklich auszahlen werden? Welche Aktien sollten wir kaufen? Unser oberstes Ziel sollte immer sein, kein Geld zu verlieren. Es gibt jedoch einige Unternehmen, die äußerst gut vor Verlusten geschützt sind. Sie haben gewissermaßen wie eine uneinnehmbare Festung mehrere Gräben um sich gezogen, die sie vor feindlichen Angriffen abschirmen. Diese Gräben sind in der Investmentwelt als Wettbewerbsvorteile bekannt. Einige Unternehmen besitzen Patente auf ein Produkt oder ein Geschäftsgeheimnis, das ihnen einen nahezu unüberwindbaren Vorsprung gegenüber ihren Konkurrenten verschafft. Ein Beispiel hierfür ist die Firma Pfizer, die das Patent für Viagra hält. Kein anderes Unternehmen darf ein ähnliches Medikament mit den gleichen Wirkstoffen herstellen. Angesichts der Tatsache, dass die Nachfrage nach Viagra in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht abnehmen wird, sind Pfizer-Aktien eine vergleichsweise sichere Investition. Andere Unternehmen haben eine derart starke Marke, dass ihre Kunden ihnen bedingungslos vertrauen und sich mit der Marke identifizieren. Coca-Cola ist ein solches Beispiel. Die Menschen werden weiterhin Coca-Cola kaufen, selbst wenn im Supermarktregal eine neue Cola steht, die besser schmeckt und weniger kostet. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil kann sich aus günstigen Preisen ergeben. Walmart ist beispielsweise in den USA so weit verbreitet und leicht erreichbar, dass praktisch jeder dort einkauft.
Dies ermöglicht dem Unternehmen den Einkauf von Produkten in großen Mengen und Verhandlungen über günstige Preise, die an die Kunden weitergegeben werden. Allein die Größe des Unternehmens garantiert, dass seine Aktien in absehbarer Zeit nicht dramatisch an Wert verlieren werden. Einige Unternehmen schaffen bewusst tiefe und breite Gräben, um sich vor der Konkurrenz zu schützen. Sie erschweren ihren Kunden den Wechsel zu einem anderen Anbieter erheblich. Jeder, der versucht hat, sein iPhone mit einem Windows-Rechner zu synchronisieren, kann nachvollziehen, was damit gemeint ist. Diese Unternehmen mit ihren starken Wettbewerbsvorteilen sind vielversprechende Kandidaten für kluge Investitionen. In den kommenden Abschnitten werden wir erläutern, wie du solche Unternehmen identifizieren kannst. Kernaussage 5. ROIC und die Entwicklung des Eigenkapitals sind entscheidende Indikatoren für den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens. Es gibt also Unternehmen, die so starke Wettbewerbsvorteile besitzen, dass es sich wahrscheinlich lohnt, ihre Aktien zu kaufen. Aber wie können wir sicherstellen, dass diese Wettbewerbsvorteile tatsächlich wirksam sind? Hierfür gibt es 5 Indikatoren. Immer wenn wir in Erwägung ziehen, eine bestimmte Aktie zu kaufen, sollten wir die Entwicklung dieser 5 Indikatoren in den letzten 10 Jahren überprüfen. Wenn das Unternehmen bei allen 5 Kennzahlen positiv abschneidet, ist das ein starkes Signal für einen Investmentwert. Der erste und beste Indikator für einen robusten Wettbewerbsvorteil ist die Kapitalrendite, auch als ROIC, Return on Investment Capital, bekannt. Wenn wir beispielsweise in einem Jahr 20 Euro in eine Aktie investieren und sie im nächsten Jahr für 30 Euro verkaufen, erzielen wir einen Gewinn von 10 Euro. Der ROIC beträgt in diesem Fall 50%, da wir die Hälfte unseres investierten Kapitals als Gewinn erwirtschaftet haben. Eine Firma, die solche beeindruckenden Gewinne erzielt, hat offensichtlich ein äußerst effizientes Geschäftsmodell. Obwohl möglicherweise Konkurrenten auftauchen könnten, um ihren Marktanteil zu erobern, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie in der Lage sind, mit dieser Firma zu konkurrieren. Daher sollten wir darauf achten, dass der ROIC in den letzten 10 Jahren konstant über 10% lag. Dies ist ein zuverlässiges Anzeichen dafür, dass das Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil besitzt und die Konkurrenz nur schwer mithalten kann. Der zweite Indikator, den wir in Betracht ziehen sollten, ist die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens. Eigenkapital ist das verbleibende Geld, das eine Firma hätte, wenn sie alle ihre Vermögenswerte verkaufen und alle Schulden begleichen würde. Wenn das Eigenkapital eines Unternehmens in den letzten 10 Jahren jedes Jahr um mehr als 10% gewachsen ist, verfügt das Unternehmen über ausreichend finanzielle Ressourcen, um zu expandieren. Ein weiterer Hinweis auf einen starken Wettbewerbsvorteil. Kernaussage 6. Verschiedene Indikatoren weisen auf Wettbewerbsvorteile hin, wenn sie über 10 Jahre hinweg positiv sind. Wenn ein Unternehmen in den letzten 10 Jahren eine Kapitalrendite von über 10% und ein jährliches Wachstum des Eigenkapitals von über 10% aufweist, haben wir bereits einen vielversprechenden Kandidaten für unsere nächste Investition gefunden. Dennoch sollten wir, um sicherzustellen, dass wir die richtige Wahl treffen, 3 weitere Schlüsselindikatoren genauer betrachten. Der dritte Indikator ist der Gewinn je Aktie. Dieser sollte ebenfalls über die letzten 10 Jahre hinweg jeweils um mindestens 10% gestiegen sein. Der Gewinn je Aktie entspricht dem Gewinn, den ein Unternehmen in einem Jahr erzielt hat, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien. Es ist nicht ratsam, Aktien von einem Unternehmen zu erwerben, das zwar konstant Gewinne erwirtschaftet, aber gleichzeitig immer mehr Aktien in Umlauf bringt, da dies für die einzelnen Aktionäre letztlich wenig profitabel ist. Der vierte Indikator ist das Umsatzwachstum. Wenn das Unternehmen in den letzten 10 Jahren jedes Jahr einen Zuwachs von mindestens 10% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet hat, ist dies ein positiver Faktor. Der fünfte und letzte Indikator ist die Wachstumsrate des Cashflows. Der Cashflow ist das Ergebnis aus den Einnahmen und den Ausgaben des Unternehmens. In anderen Worten, das Geld, das für das Firmenwachstum zur Verfügung steht. Für alle Wachstumsindikatoren können wir die sogenannte 72er-Regel anwenden. Wenn wir die absoluten Zahlen für die einzelnen Jahre haben, können wir ermitteln, wie viele Jahre es im Durchschnitt dauert, bis sich der Wert verdoppelt. Anschließend teilen wir 72 durch diese Zahl, um die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate zu berechnen. Mithilfe von Internetdaten, einem Verständnis für die richtigen Indikatoren und dieser einfachen Formel können wir sicherstellen, dass wir nur in Investitionen tätigen, die sich langfristig auszahlen werden. Kernaussage 7.
Regel Nummer 1: Investoren legen großen Wert auf einen kompetenten CEO. Obwohl Mathematik und Statistik wichtige Werkzeuge sind, um Unternehmen zu bewerten, gibt es noch zwei weitere entscheidende Faktoren, die wir berücksichtigen sollten, bevor wir eine Entscheidung zum Kauf oder Verkauf von Aktien treffen. Selbst wenn eine Firma in den letzten 10 Jahren in allen 5 Indikatoren hervorragend abgeschnitten hat, kann ein schlechter Geschäftsführer die Firma innerhalb der nächsten 5 Jahre in den Ruin treiben. Daher sollten wir uns den CEO des Unternehmens genauer ansehen. Es gibt Geschäftsführer, die gegenüber ihren Aktionären ehrlich sind und keine Informationen verbergen. Wenn ein CEO beispielsweise zugibt, dass es in einem bestimmten Jahr nicht so gut lief, aber eine fundierte und plausible Erklärung dafür liefert, ist dies ein positives Zeichen. Darüber hinaus sollten wir darauf achten, dass der CEO nicht zu kurzfristig denkt. Ein Geschäftsführer, der viele Aktien des Unternehmens besitzt, kann versucht sein, Maßnahmen zu ergreifen, die kurzfristig den Aktienkurs steigern, aber langfristig dem Unternehmen schaden. Ein hervorragender CEO zeichnet sich durch Engagement aus und ist in der Lage, das gesamte Team zu motivieren und mitzureißen. Dies kann einen echten Mehrwert für das Unternehmen schaffen, was genau das ist, was jeder Investor sucht. Ein herausragendes Beispiel für einen solchen Top-Manager ist Darwin Smith, der 20 Jahre lang CEO von Kimberly-Clark war. Als er das Unternehmen übernahm, befand es sich auf einem mittelmäßigen Niveau, aber er arbeitete hart daran, es zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der Hygienebranche zu machen. 25 Jahre nach seinem Amtsantritt war Kimberly-Clark der Weltmarktführer für Hygieneprodukte und in Deutschland sind Marken wie Kleenex und Hakle bekannt. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Hintergrundinformationen über den CEO und seine Interessen zu sammeln und sorgfältig zu prüfen, da er einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie sich das Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln wird. Kernaussage 8: Eine angemessene Sicherheitsmarge ist von entscheidender Bedeutung. Nachdem wir sichergestellt haben, dass ein Unternehmen alle relevanten Kennzahlen erfüllt und einen kompetenten CEO hat, gibt es noch ein letztes entscheidendes Kriterium für unsere Investmententscheidung: die Sicherheitsmarge. Wie bereits zuvor erwähnt, spiegelt die Effizienzmarkttheorie wider, dass der Preis einer Aktie oft nicht ihrem tatsächlichen Wert entspricht. Dies erklärt zum Beispiel die starken Preisschwankungen bei bestimmten Rohstoffen wie Metallen. Tatsächlich haben Metalle einen weitgehend stabilen intrinsischen Wert, da beispielsweise aus einer bestimmten Menge Kupfer immer eine festgelegte Menge Draht hergestellt werden kann und eine Unze Gold immer eine gewisse Menge Eheringe ergibt. Die Preisschwankungen ergeben sich häufig aus dem massenhaften Handel und den kurzfristigen Entscheidungen von Marktteilnehmern, Gold oder Kupfer zu kaufen oder zu verkaufen. Die Sicherheitsmarge wird berechnet, indem man den tatsächlichen Wert einer Aktie von ihrem aktuellen Preis abzieht. Nehmen wir als Beispiel eine Aktie von Dell im Jahr 2000, die auf einen Wert von 40 US-Dollar geschätzt wurde und tatsächlich zu einem Preis von 40 US-Dollar gehandelt wurde. In diesem Fall gab es keine Sicherheitsmarge, da der Preis mit dem geschätzten Wert übereinstimmte. Für Regel 1 Investoren ist es jedoch eine grundlegende Regel, immer eine Sicherheitsmarge von mindestens 50% zu haben. Das bedeutet, dass sie die Aktie von Dell nur gekauft hätten, wenn sie 20 US-Dollar gekostet hätte. Diese Regel macht es zwar schwieriger, geeignete Aktien zu finden, aber sie verspricht auch solide Gewinne und hilft dabei, inmitten von Investitionsblasen auf der sicheren Seite zu bleiben. Mit diesen Erkenntnissen können wir uns nun auf die Suche nach geeigneten Aktien machen, um ein Portfolio aufzubauen, das auf den Prinzipien dieser Buchzusammenfassung basiert. Diese Prinzipien garantieren, dass wir stets die wichtigste Regel befolgen: verliere kein Geld. Zusammenfassung zum Buch, Regel Nummer 1 von Phil Town. Die gesamte Kernaussage dieses Buchs ist: um an der Börse Gewinne zu machen, muss man kein Profi sein. Es reicht, ein paar einfache Regeln zu beachten, die alle zusammen dazu führen, dass wir nie die Regel Nummer 1 brechen werden: verliere kein Geld. Konkrete Schritte, die du umsetzen kannst. Schritt 1: Kaufe nur Aktien von Unternehmen, die du auch ganz kaufen würdest. Investiere in Unternehmen, deren Geschäft du verstehst und deren Werte und Ziele du unterstützt. Schritt 2: Prüfe, ob das Unternehmen, in das du investieren möchtest, echte Wettbewerbsvorteile hat. Nutze verschiedene Kennzahlen, um herauszufinden, ob ein Unternehmen starke Wettbewerbsvorteile besitzt und über die letzten 10 Jahre erfolgreich war. Schritt 3: Schau dir den Geschäftsführer genau an.
untersuche den CEO des Unternehmens sorgfältig, um sicherzustellen, dass er qualifiziert ist, langfristige Ziele verfolgt und ehrlich gegenüber den Anlegern ist. Vertraue nur einem Geschäftsführer, dem du vertrauen kannst. Diese einfachen, aber wirksamen Prinzipien helfen dir dabei, erfolgreich an der Börse zu investieren und die wichtigste Regel zu befolgen: Verliere kein Geld. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!